willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit einer Produktvorstellung. Und zwar deswegen, weil es dieses Produktangebot nur im August 2018 geben wird und auch nur solange der Vorrat reicht. Deswegen wollte ich euch das mal ein bisschen näher zeigen. Man wird wahrscheinlich hier und da ein paar Videos sehen und dann auch Beispiele damit. Ich finde das Set unheimlich toll. Auch weil das halt fürs ganze Jahr was ist und weil es halt Stanzform enthält, die man auch für andere Projekte mit benutzen kann. Also ich finde es richtig gut. Wie immer bei einem Produktpaket sind ja Stempelsets inbegriffen und die Stanzform und gibt es als Set mit 10% Nachlass. Und um dieses Set geht's. Und zwar ist das hier ein Stempelset. Farbenfroh durchs Jahr. Das sind ist jetzt verkleinerte Darstellung. Das ist jetzt die Originalgröße. Das ist halt hier unten nochmal so aufgezeigt. Also es sind auf jeden Fall deutsche Sprüche enthalten. Und ich finde auch wieder schön dieser Mix zwischen Schreibschrift und Geradeschrift. Auch hier oben. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, auch immer ganz nett. Und dazu gibt es dann die passenden Stanzformen zu dem Stempelset. Und es gibt Aquarellstifte, die eine andere Sortierung haben, wie das, was wir schon haben. So, und jetzt zeige ich euch mal die Produkte aus der Nähe. Also das ist dieses Stempelset. Und wie man sieht, ne, sind Blätter dabei. Ist was für den Herbst dabei, ist was für Weihnachten dabei. Es sind Texte dabei für verschiedene Anlässe. Und die Blumen finde ich ja so schön. Das sind jetzt die Stempel und das ist die Originalgröße. Also richtig schönes, großes Motiv. Blatt dazu. Die Texte. Und hier sind die anderen. Die habe ich jetzt noch nicht rausgebrochen. Das ist jetzt zum Beispiel sind die Blätter hier, die kann man auch einzeln benutzen. Du kannst auch die einzelnen Blätter hier abschneiden und die einzeln benutzen. Also kann man auch sehr viel damit machen. Und hier die Stanzform dazu, die Framelits nennt sich Bestickt durchs Jahr. Gibt es dann auch wieder wunderschöne Zweige und Blätter, die man dann benutzen kann. Dann so Swirls, das sind so zwei gespiegelte, die man benutzen kann. Das Blatt und die Ausstandsform für die Glocke, die wir hier haben. Und was ich richtig toll finde, sind diese Rahmen hier. Wenn man sich mal genauer anschaut, die sind beidseitig mit so einem Stickmuster gemacht, also diese gestrichelte Linie. Und in der Mitte ist die Stanzkante. Das heißt, wenn ich das jetzt ausstanze, kann ich das innere Teil verwenden, wie auch das äußere Teil. Ich habe hier mal aus Holz ausgestanzt. Na, wenn einfach rausnehmen. So, und ich habe jetzt einmal hier außen die Stickkante und kann das schön als Rahmen nutzen. Und bei dem Etikett habe ich aber die Stickkante auch. Und habe damit auch wieder ein schönes Etikett. Das finde ich richtig toll. Gibt es dann auch wieder in drei verschiedenen Größen. Wir messen gleich mal. Also das kleinste von Schneidkante zu Schneidkante ca. 8 cm. Das mittlere 10,2 cm und das äußere 12,3 von der Länge. Und hier beim kleinsten sind ungefähr 5,4 cm. Beim mittleren sind es 6,9 und beim äußeren sind es 8,3. Also von dieser Nase bis zur Nase. So groß sind die Etiketten. Ich finde das richtig klasse. Also so.
finde es schön. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, dass sie das ins Programm mit aufnehmen. Naja, und dann bin ich halt hier schon ein bisschen am rumprobieren, was ich jetzt damit Schönes mache. Also hier zum einen eben als Rahmen. Und habe mir hier auch die Blume gestempelt und ausgeschnitten. Und kann man doch wunderschön als Rahmen benutzen. Also gefällt mir schon echt gut. Und vorne ist mein anderes. Ich habe noch gar nichts fertig damit. Mir fehlt doch momentan echt noch die Zeit. Oder hier ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Da habe ich mal getestet. Auch wieder mit der Blume, ein bisschen 3D aufgeklebt. Ja, das sind jetzt meine ersten Gehversuche damit. Genau. Aber da wird es mit Sicherheit schon die ersten Inspirationen von Kollegen geben. Oder dann im August selber wird es auch sonst bestimmt auch ganz viele Ideen damit geben. Genau, das ist das Stempelset mit der Stanzform. Man kann das einzeln bestellen. Das Stempelset kostet 47 Euro und die Framelets 40 Euro. Wenn man das aber zusammen bestellt, dann kostet es 78 Euro, sprich eben die Ersparnis von 10%. Und dann haben wir hier noch die Aquarellstifte mit neuen Farben. Da ist dabei Chili, Flamingorot, Terrakotta, Currygelb, grüner Apfel, Gartengrün, Jade, Babyblau, Marineblau und Amethyst. Und das sind eben diese Buntstifte hier. Die sind auch dann hier unten auch nochmal beschriftet, was für eine Farbe das ist. Hier steht jetzt in Englisch drauf, aber dadurch, dass auf der Verpackung hier alle Sprachen stehen. Ja, also Cherry Chopper ist Chili. Hier steht dann Chili drunter. Weiß man dann auch, was das ist. Und das sind eben die Farben. Und damit kann man auch wunderschön die Blüten ausmalen. Wir haben jetzt hier die Ideen von Stampin' Up. Ja, die haben jetzt hier die Blüten ausgemalt. Oder hier die Blätter von den Ilex-Zweigen, Blättern. Und hier der haben sie den, finde ich auch eine tolle Idee, diesen Zweig, der hier, haben sie hier als Kranz gemacht, kann man auch machen, oder die herbstlichen Motive. Also man kann dann mit den Stiften ausmalen, mit Wasser verblenden und vermalen. Das finde ich sehr schön. Hier unten sind auch nochmal die Farben. Also an sich wirklich ein schönes Set. Kostet 15,25 und sollte halt auch in keinem Bastelhaushalt fehlen. Ich habe ja schon das erste Sortiment von denen. Genau. Das sind die Aquarellstifte dazu. Im Moment läuft ja noch das Einsteigerangebot von Stampin' Up. Und zwar bei dem man sich Stempelkissen zusätzlich zu seinem Einsteigerset aussuchen kann. Und zwar geht es da um diese... Also man kann nicht irgendwelche Stempelkissen wählen, sondern muss immer aus den Farbfamilien nehmen. Also eine Farbfamilie ist jetzt zum Beispiel die Kollektion Prachtfarben. Pastellfarben, Signalfarben, Neutralfarben. Und eine Packung mit jeweils 5, also auch 10 insgesamt von den Incolor. Also eins dieser Sets kann man sich zusätzlich zu seinem Starter-Set aussuchen für 81 Euro Ersparnis. Das ist schon eine Menge. Allein das Starter-Set ist ja schon eine Ersparnis. Man kann sich ja Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen, zahlt aber nur 125 und kriegt dann jetzt nochmal so eine 10er-Pack Stempelkissen obendrauf, das ist schon cool. Und du könntest dir in dein Starter-Set eben auch dieses Set mitbestellen. Oder wenn du dann eingestiegen bist und deine Freischaltung hast, kannst du das Set auch jetzt als Demonstrator vorbestellen. Also wir können das jetzt schon bestellen. Wir müssen jetzt nicht bis August warten, was ich auch manchmal sehr praktisch finde. Und noch dazu, im August, 14. August, startet die Anmeldung für
die Jahresendveranstaltung von Stampin' Up. Die ist dieses Jahr in Berlin. Und wäre vielleicht mal ein Anlass, wenn man eingestiegen ist, dass man eben diese Anmeldung mitmachen kann und dann eben im November mit nach Berlin fährt, mit mir nach Berlin fährt oder wir treffen uns dort. Also es wäre bestimmt cool. Wenn du mehr darüber wissen willst, über das Demo-Dasein und du noch Fragen hast, kannst du dich gerne jederzeit an mich wenden oder an mein Team. Ja, ansonsten, wie gesagt, haltet die Augen offen ab 1. August. Bis 31. August gibt es dieses Set oder nur solange der Vorrat reicht. Ich habe leider keine Ahnung, wie viel Vorrat ist. Also könnte sein, dass es nach 3 Wochen schon Schluss ist. Also sichert dir das Set, es ist wirklich schön vielseitig. Genau. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen näher bringen. Wenn Fragen dazu sind, jederzeit in den Kommentaren oder per E-Mail an mich. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!